Da ich auf dem Kongress ein paar Gelegenheiten hatte, etwas zu filmen, gibt's hier einen kleinen Zusammenschnitt. Was macht denn diese komische Maschine? Sie kann SMS schreiben. Da zum Beispiel meine. Juhu! Außerdem ist sie noch tierisch laut und kann sogar kleine ASCII-Bilder drucken. Natürlich dürfen auch Quadrocopter nicht fehlen, in diesem Fall ist es allerdings ein Quadshot, das heißt, dieses Fluggerät kann von seiner hubschrauberartigen Fortbewegung bei genügend Geschwindigkeit in eine Art Flugzeug wechseln, indem es sich um 90 Grad dreht. Man sieht ja hier schön die Tragfläche. Zum Steuern ist nur eine normale Modellbaufernbedienung notwendig, alles weitere macht die Elektronik. In der Blinken Area gab es eine Nachbildung des zweiten Blinkenlights-Projekts, das in Toronto stattgefunden hat. Die Architektur des Gebäudes macht es besonders interessant, da beide Gebäudeteile zusammen wie ein Bildschirm funktionieren. Seine Wertschätzung für die sozialen Netzwerke konnte man mit diesem kleinen Katapult und den entsprechenden Zielen Ausdruck verleihen. Das war's auch schon. Und damit würde ich noch einmal ganz kurz hinweisen auf die Kommentare, die Lukas und ich jeweils zu den einzelnen Tagen des Kongresses aufgenommen haben. Sind dann hier verlinkt. Bis denn!